sua casa, che freddo fuori fa. Il caldo di un camino mi ricorda un po' di te. Hallo liebe Leute, ich bin hier jetzt im Bergamottengarten von diesem biologischen Bergamottenbauer Ugo Serci in Amendolea in Kalabrien. Er hat 5-6 Bäume hier. Hier hat er die Früchte im Herbst dicht abgeerntet, auch ein Stück weit zu Demonstrationszwecken. Hier hängen die Bergamotten am Baum, man kann es sehen. Blühen tun sie auch schon wieder. Und ich kann euch sagen, hier in diesem Areal herrscht ein Geruch, speziell nach diesen Bergamotten, traumhaft. So, hallo an alle Bergamott-Interessierten. Ich denke da auch an verschiedene Foren wie Was koche ich heute 2.0 oder Na und? Wir fotografieren das, was wir essen. Ich bin jetzt hier in Kalabrien und ich habe schon viele tolle Beiträge gesehen über das Thema Bergamotto. Und das ist hier eine Bergamotte. Das im Gegensatz dazu ist eine Zitrone von Cirella Diamante an der Küste, da wachsen die besonders groß, kann man mit den Produkten, die wir zu Hause bekommen, nicht vergleichen. Wenn ich hier mit dem Nagel drüber reibe, also es riecht traumhaft. Und wenn ich das gleiche bei der Bergamotte mache, dann riecht es einfach feiner, edler und hat ganz entfernt auch einen Touch von Agua di Colonia, Kölnisch Wasser 4711. Ich sitze hier bei einem der Vertreter der Bergamottbauern des alternativen Bergamottanbaus, biologisch, mit allem drum und dran, und habe hier was ganz Besonderes, das für alle, die interessiert sind, in Deutschland kaufbar, beziehbar ist. Man muss also nicht unbedingt so wie ich nach Kalabrien reisen. Das ist hier ein Bio-Bergamotten-Honig mit Zistrose von einer Honigmanufaktur. Und zwar ist das der Harald Binder von Burg Wenden. Und er hat hier im Frühjahr 2011, man muss sich das vorstellen, sein LKW genommen, wäre früher außerhalb der EU-Zeiten so auch nicht gegangen, mit seinen Bienen, hat Genehmigung geholt, ist hier runtergefahren, hat während der Blütezeit der Bergamotte mit seinen Bienen fleißig Honig einsammeln lassen und hat dann im Mai, im 17. Mai geerntet 2011, hat es am 26. Mai geschleudert und hat hier über 1600 Gläser gemacht. Ich habe das heute Morgen, wie gleich auch ich zeigen werde, auf Butterbrot gehabt, das war sehr gut. Das ist also hier ein Bio-Bergamottenhonig, der in Deutschland beziehbar ist. Und hier habe ich noch eine Bergamotte Marmelata, wie die Italiener sagen, und riecht unwahrscheinlich fruchtig und diese pikante und doch angenehme Säure der Bergamotte. Also von daher, liebe Leute, kann euch nur sagen, boah, so eine Bergamotte hat was. Wünsche euch was. Viele Grüße aus Kalabrien und macht's gut. Tschüss. Domani cambio casa, lascio mia città. Salutami il tuo mare, sai che il sole lì non c'è. Io vado vecchio amore, mio primo grande amore. Un giorno ti ricorderai di me e come mi dirai. Se guardo fuori niente c'è, non è lo stesso senza noi. E quel divano sei.